Gut, dann starte ich die Aufzeichnung. Es geht auch schon los. Einige bekannte Gesichter heute auch wieder mit dabei. Freut mich sehr, dass ihr es hierher geschafft habt. Heute zum ja nicht ganz uninteressanten Thema Nasdaq-Aktien nach der Korrektur. Wo lohnt sich jetzt der Einstieg? Und ja, wir werden uns natürlich die Situation im Nasdaq anschauen. Wir werden uns einige Screening-Methoden anschauen. Und ich möchte euch natürlich auch einige interessante Einzelwerte ein wenig vorstellen, die ich aktuell auch gerade sehr interessant finde. Genau. Also, welche Aktien sind interessant nach dem Abverkauf? Wie kann ich diese Aktien auch mit TraderFox Softwarelösungen finden und auch beobachten? Ganz kurz dann noch ein Einblick zu unserem Next Generation Silicon Valley Depot. Das haben wir bei den Super Performance Aktien. Und gleich vorweg, wer mich noch nicht kennt, Andreas Zehetner mein Name. Ich bin seit Ende 2018 Redakteur bei TraderFox, leite dort mitunter auch oder gestalte mit die Rubrik Super Performance Aktien. Und dort geht es vor allem darum, den US-Markt zu beobachten. Schwerpunkt auch Next Generation Silicon Valley Aktien, also Aktien, die das Potenzial haben, eventuell zur nächsten Facebook, Tesla oder Apple zu werden. Und das ist natürlich eine immer wieder sehr spannende Geschichte. Und gleich vorweg, natürlich jetzt, wenn der Gesamtmarkt einbricht, dann zieht das viele bisherige Leader-Stocks nach unten. Das haben wir jetzt gesehen, zum Beispiel bei einer Fastly, bei einer Protolabs, bei einer Teladoc. Die kennt man natürlich alle noch vom letzten Jahr. Und es gibt aber, so wie das kleine gallische Dorf, das man vielleicht von Asterix und Obelix noch kennt, einige spannende Tech-Werte, die sich diesem Abgabedruck entziehen. Und da habe ich euch heute dann auch einige noch mitgebracht. Genau, Frage, Aufzeichnung gibt es natürlich dann im Anschluss, werde ich natürlich zur Verfügung stellen. Genau, YouTube wird das hochgeladen, Link wird dann zur Verfügung gestellt. Ganz kurz der Hinweis, in diesem Webinar gebe ich keine Empfehlungen oder Tipps zum Kaufen von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten, also keine Anlageberatung von meiner Seite. Es geht hier um meine persönliche Meinung. Ich will euch Inspirationen liefern, Möglichkeiten zeigen, spannende Aktien zu finden. Wenn ich Eigenpositionen habe, und auch das wird heute vorkommen, kläre ich euch umgehend darüber auf und regelmäßige Updates zu meinen persönlichen Einschätzungen und neue spannende Einzelwerte gibt es dann jeden Montag bei unserem Trendfolge-Stammtisch. Da zeige ich euch dann am Ende dann noch, wo ihr das Angebot dazu finden könnt. Genau, und bei den Super-Performance-Aktien ist es so, hier screenen wir vor allem auch nach Anlagestrategien, die sich bewährt haben, von einem, ja, lebenden Legenden wie einem Mark Minervini zum Beispiel, aber auch William O'Neill, Daniel Sanger oder Nicola Stavas. Und jetzt habe ich einfach mal ein paar Gedanken vom Buch von Minervini rausgeschrieben, Trade Like a Stock Market Wizard, das Buch, das viele von euch vielleicht auch kennen. Und da hat er eigentlich auch viele Punkte angesprochen, die zur aktuellen Börsenphase sehr gut passen. Und weil wir es gerade angesprochen haben, auch Fastly, Teladoc, Protolabs und so weiter, wie sie nicht alle heißen, das waren ja mitunter die Leader-Stocks des letzten Jahres, die diese gewaltige Rallye-Bewegung mit angeführt haben. Und jetzt ist es prinzipiell so, dass Minervini hier auch unter anderem vom Broken-Leader-Syndrom spricht. Das heißt, Investoren werden jetzt im Zuge einer Korrektur oder einem Abverkauf im Tech-Sektor, so wie wir es gerade sehen, auf fallende Leader-Stocks aufmerksam, also Stocks, die bisher als Leader gegolten haben, bei denen sie auch den Einstieg verpasst haben und jetzt gehen sie oft fälschlich davon aus, dass jeder Rücksetzer sofort eine günstige Kaufchance darstellt. Nicht falsch verstehen, Aktien wie Fastly, Protolabs habe ich weiterhin auf dem Radar, sind sehr gute und spannende Firmen, aber der Chart kann dann schon Warnsignale liefern. Und ist ein wichtiger Indikator dafür, dass sich oftmals neue Leader zu erkennen geben und die sollte man eher im Blick behalten, sage ich mal. Es ist hier auch immer wichtig zu unterscheiden, bin ich Investor, bin ich Trader? Als Investor in Tech-Stocks und ich weiß, auch da werden jetzt viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen, viele können es auch nicht mehr hören, aber es ist einfach mal so, viele Tech-Stocks sind hoch bewertet. Und das birgt natürlich Risiken, vor allem wenn ich einen langfristigen Anlagehorizont verfolge. Da muss ich unterscheiden, will ich auf Sicht von mehreren Jahren investieren oder bin ich Trader? Als Trader kann ich da kurze Ausbrüche nach oben, Bewegungen nach oben schnell auch mal wieder mitnehmen. Als Investor ist das hier sehr mit Vorsicht zu genießen aktuell. Und Minervini spricht auch an, die gängige Meinung ist einfach, ja, Aktien, die stark gefallen sind, die müssen doch irgendwann wieder steigen. Ja, viele, die schon länger an der Börse sind, wissen, das ist definitiv nicht der Fall.
Und Minervini sagt auch aber wiederum, die einzige Bewertung, die für ihn zählt, ist die Bewertung des Marktes. Das heißt, KGV, KUV, natürlich Indikatoren, aber ihm sagt der Chart vor allem auch, was er zu wissen hat. Und er ist ja bekanntlich Trendfolge-Trader. Das heißt, hier kann er Aufwärtsbewegungen, Ausbrüche auf neue Hochs, Base-Breakouts, Ausbrüche aus Tasse mit Henkelformationen etc. für sich nutzen. Und das ist für ihn primär relevant. Was 50% fällt, ist ja auch bekannt, muss 100% wieder steigen, um das ursprüngliche Niveau zu erreichen. Gerade 50%, ich glaube, William O'Neill ist das auch, der das immer wieder anspricht in seinen Büchern. Das ist dann so eine Marke, wo es sehr schwierig wird für die Aktien wieder auf das ursprüngliche Niveau zurückzukehren. Und bei Fastly zum Beispiel, Protolabs, da sehen wir das gerade auch hier ein entsprechendes Warnsignal. Und was Minervini noch sagt, gute Aktien müssen schließlich einen Preis haben. Es ist wie beim Autokauf, wer ein schnelles Auto haben will, der kauft sich ja auch einen Sportwagen oder einen Ferrari. Geringes KGV ist gleichzusetzen mit geringen Erwartungen. Er will aber Aktien, die nach oben durchstarten, die stark wachsen, und Leader-Aktien sind halt einfach mal teuer. Genau, Fazit, KGV nicht irrelevant, aber auch nicht sehr aussagekräftig und zwangsläufig aussagekräftig, um neue Super-Performance-Aktien zu finden. Fazit auch, setze auf Leader-Stocks in Aufwärtstrends, und da hat er ja bekanntlich auch das Trend-Template, das ihn hier als charttechnischer Indikator bei der richtigen Aktienauswahl unterstützt. Genau. Und ja, das Chartbild, das ich jetzt eigentlich schon fast in jedem Webinar sehr gut brauchen kann, hier nur ganz kurz nochmal dargestellt, warum das Trend-Template so interessant und hilfreich ist. Denn man sieht zum Beispiel hier am Chart von AMD, zum Beispiel hier in der Phase 2005, 2006, da hat sich AMD ja schon mal verdreifacht. Und dann war dieses Trend-Template, hier geht es ja um die drei gleitenden Durchschnitte, nicht mehr erfüllt. Die Aktie ist in einen Abwärtstrend eingetreten, dann über Jahre hindurch gefallen von, ja, über, ja, sagen wir mal, über 40 Dollar auf unter 2 Dollar, war dann über Jahre auch in einer Seitwärtsbewegung gefangen. Und als es dann wieder nach oben ging, die Rallye, die ja bis heute noch anhält und 2016 gestartet wurde, war vor allem das Trend-Template auch der Indikator, der auf diesen neuen Start der Super-Performance-Phase hingewiesen hat. Deswegen bauen wir dieses Trend-Template auch täglich in unsere Screening-Prozesse mit ein und haben hier eine sehr hilfreiche und vor allem mit unserer Software einfach zu nutzende Lösung. So, und jetzt der langen Rede kurzer Sinn. Was schauen wir uns heute genauer an? Ich möchte euch zeigen unseren Easy-Scan beim Aktienterminal. Wie finde ich dort spannende Tech-Stocks, die nach dem Abverkauf noch interessant sind? Aktien-Rankings, da können wir zum Beispiel nach vorgefertigten Templates bzw. ja, Anlagestrategien nach Mark oder von Mark Minervini nach Tech-Stocks suchen, und dann natürlich unser Trading Desk. Wie kann ich Kurslisten nutzen und zuschaltbare Scans und Indikatoren, um Einzelwerte zu finden und auch weiter zu beobachten? Genau. Fangen wir am besten einfach mal mit dem Easy Scan an, gehen wir es der Reihe nach durch. Ich bin jetzt zunächst mal auf dem Trading Desk auf traderfox.com und kann mich dort direkt, genau, im Trading Desk gibt es das Trend Template, Thomas, zeige ich dann alles der Reihe nachher. Jetzt fange ich mal an mit dem Easy Scan. Da müssen wir, wie gesagt, zum Aktienterminal, können uns dorthin verlinken lassen, beziehungsweise können wir es auch einfach über aktie.traderfox.com öffnen. Kunden des Morningstar Datenpakets haben da Zugriff, auch das zeige ich euch dann im Anschluss alles noch, keine Sorge. Und dort gibt es dann zum Beispiel auch unseren Easy Scan. Da können wir, wer vielleicht Finviz kennt, ist gleichzusetzen eigentlich mit dem deutschen Finviz, nur dass wir das auch sehr gut mit unserer Trading Software gleich kombinieren können, und das hat natürlich auch gewaltige Vorteile. Jetzt kann ich hier zum Beispiel einfach sagen, zeig mir bitte alle Nasdaq-Aktien, und die geht es ja heute primär. Wird mir die Auswahlliste schon hier unten reingeladen, und dann kann ich dieses Aktienuniversum noch nach verschiedenen fundamentalen technischen Kriterien, Chartsignalen eingrenzen, um die Aktien zu finden, die ich gerade suche. Bei Unternehmen zum Beispiel, das haben wir jetzt auch gerade neu hinzugefügt, kann ich einfach sagen, mich interessieren spezielle Sektoren. Hier natürlich ganz spannend jetzt auch Technologie nach dem Abverkauf. Schauen wir da einfach mal rein. Jetzt haben wir alle Tech-Stocks an der Nasdaq.
kann ich dann weitergehen bei fundamental. Da wäre es zum Beispiel interessant, ja, interessieren mich eher niedrig kapitalisierte Aktien, wenn da Schwung reinkommt. Da ist einfach oftmals auch ein größeres Vervielfachungspotenzial gegeben, ist natürlich sehr spannend. Ich kann nachschauen, wo ist das KUV, KGV nicht zu hoch, wer da vielleicht nachschauen möchte. Ich lasse es jetzt einfach mal zunächst uneingeschränkt technisch. Wir wollen Aktien, die sich in der Korrektur gut gehalten haben. Das heißt, da sagen wir zum Beispiel einfach mal, zeigen wir bitte Aktien, ja, 0 bis 5% Abstand zum Hoch oder sagen wir bis 10% zumindest. Schalten wir das hinzu. Und dann kann ich zum Beispiel auch noch sagen, Chartsignal, ich will, dass die Aktien nicht nur im Bereich des Hochs sind, sondern zuletzt auch in den letzten 20 Tagen zumindest einmal, da waren die Märkte ja auch noch bullischer unterwegs, zumindest schon auf neue Hochs auch ausgebrochen sind. Genau, und dann können wir hier einfach nach unten scrollen und finden schon spannende Titel. Ganz interessant zum Beispiel auch viele Halbleiterwerte sind da dabei, die sich da gut präsentiert haben, zuletzt auch immer noch. Aber was mir auch wieder zuletzt ins Auge gestochen ist, habe ich erst vor wenigen Tagen, ich glaube vorgestern war es genau, auf eine Fortinet zum Beispiel hingewiesen. Und das ist sehr spannend, denn man sieht hier sehr schön im Chart, die Aktie hat eigentlich so gut wie gar nicht auf die Korrektur bei den Tech-Stocks reagiert, zieht jetzt sofort als neuer Leader-Stock bei den Cyber-Security-Werten nach oben. Und auch da gab es zuletzt sehr viele spannende neue News-Impulse, die die Aktie gerade beflügeln. Und ja, dafür sorgen, dass dieser Breakout nachhaltig zu gelingen scheint. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, die Aktie sieht ganz spannend aus, ich möchte mir die ein wenig genauer ansehen. Jetzt kann ich dann einfach zum Beispiel hier auf die Ease in der Aktie klicken, komme dann auch zu den kostenlos durchführbaren Wachstumsqualitäts- und Dividendenchecks. Da braucht ihr gar kein Abo, könnt ihr euch einfach mal parallel dazu ansehen, einfach aktie.traderfox.com, gewünschten Aktiennamen hier oben eingeben. Könnt ihr nachschauen, wie schneidet die Aktie im Vergleich zu den anderen Einzelwerten am Markt ab? Und das ist ganz interessant. Fortinet sowohl von der Bewertung verhältnismäßig attraktiv als auch bei den Umsatzwachstumszahlen, Gewinnwachstumszahlen, Profitabilität, Rentabilität, Kursentwicklung und so weiter. Verschuldung gibt es de facto nicht. Ist natürlich auch sehr förderlich in einem Umfeld, wo die Angst vor steigenden Zinsen zunimmt und Fortinet hat hier entsprechende Qualitätskriterien. Also da kann man wirklich sehr schnell auch erkennen, das kann man sehr gut in die Screening-Prozesse einbinden, zum Beispiel hier beim Wachstum auch 14 von 15 möglichen Punkten, nur 0,2% aller anderen Aktien am Markt schneiden gerade hier besser ab. Und das ist hier auch ein Punkt, der für Fortinet spricht. Fortinet, wie gesagt, Cyber Security ist ein sehr spannender Anlage- und Zukunftstrend für die nächsten Jahre, definitiv, vor allem auch wegen der Pandemie. Ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Viele sind immer noch im Homeoffice tätig. Die Firmen stellen auf Remote-Arbeit um, nutzen vermehrt Cloud-Umgebungen. Netzwerke werden generell relevanter, also Cloud-Netzwerke vor allem. Und das führt generell jetzt auch dazu, also Grand View Research zum Beispiel sagt, der globale Cybersecurity-Markt, der war 2019 schon 156,5 Milliarden Dollar groß, soll jetzt bis 2027 um etwa 10% jährlich wachsen können. Und jetzt wurde das immer mehr auch bestätigt von den Analysten. Fortinet zum Beispiel, das Management, hat sich gerade erst zu Wort gemeldet, nämlich gestern, und hat jetzt auch gesagt, ja, bei den Billings, da erwarten wir 5 Milliarden Dollar im Jahr 2023. Der Umsatz soll schon auf 4 Milliarden Dollar ansteigen können. Und man rechnet jetzt aktuell selbst mit einem Wachstum von 17% jährlich. Sieht insgesamt sehr gut aus. Schauen wir uns den Chart vielleicht mal am Trading Desk kurz genauer an. Kann ich mich auch sehr schnell hin verlinken lassen, indem ich hier einfach auf den Namen der Aktie klicke. Habe ich sofort auch die Infobox mit den Estimates und da sehe ich jetzt auch, ja, das deckt sich jetzt zunächst mal mit den Konsenserwartungen. Also 2023 werden hier schon 4 Milliarden erwartet, aber Wachstumsraten von 17%, das ist sehr überzeugend und auch das stützt aktuell die Aufwärtsbewegung. Tech-Werte, ja, gestern hui, heute ein wenig pfui wieder, aber Fortinet zeigt relative Stärke und das ist auch ein Merkmal, das am US-Markt sehr oft belohnt wird. Und jetzt konsolidiert die Aktie jetzt hier heute nach dem Breakout auf hohem Niveau. Es gab hier, wie gesagt, einige spannende Nachrichten mit AT&T zum Beispiel, wird jetzt zusammengearbeitet, um ein sogenanntes Secure Access Service Edge Service einzuführen, also Sicherheitstechnologien der nächsten Generation. Man hatte schon gute Quartalszahlen auch verkündet, gerade erst.
also ein Wachstum von knapp 22% im Q4, Gewinn um 39,5% gesteigert. Und auch das zum Beispiel sind ja Kriterien, auf die Minervini sehr gerne schaut. Vor allem EPS-Momentum, wie er es nennt. Also die Wachstumsraten müssen hoch sein. Das ist primär relevant. Wenn die Aktien dann noch charttechnisch grünes Licht geben, sind sie für Trendfolge-Trades, wie man hier sieht, auch in diesem Umfeld eine sehr gute Möglichkeit. Ansonsten, Fortinet, was machen Sie genau eigentlich? Also intelligente Netzwerksicherheitstechnologien, man kann Clouds schützen, Apps, Websites, den E-Mail-Verkehr, eignet sich, wie gesagt, sehr gut also für die Remote-Arbeit. Man hat Zero-Trust-Ansätze und vermehrt auch KI-Technologien, die Bedrohungen abwehren können. Da ist man sehr gut aufgestellt und dürfte auch, wie gesagt, in den nächsten Jahren davon profitieren können. Also Fortinet hier zum Beispiel aktuell eine sehr, sehr spannende Aktie, auf die wir auch bei den Super-Performance-Aktien zum Beispiel vor einigen Tagen schon hingewiesen haben. Auch da schauen wir uns solche Leader-Stocks regelmäßig an und ich weise hier auf Breakout-Chancen immer entsprechend hin. Genau, schauen wir vielleicht, was scheint hier sonst noch so auf in der Liste. Zebra Technologies hatten wir zum Beispiel auch gerade erst am Schirm. Ist aber jetzt nicht gerade unbedingt im Bereich des Hochs unterwegs. Eine Lift ist vielleicht ganz spannend. Da sage ich es gleich dazu. Da halte ich aktuell gerade eine Long-Position. Warum? Auch da vielleicht ganz kurz ein paar Infos dazu. Ist gerade eine sehr spannende Aktie. Da gab es nämlich den Breakout. Jetzt lade ich kurz die Chartanalyse rein. Ist auch sehr erfreulich, wenn das gut passt, wenn man die Aktie herzeigen will und dann tickert sie im Verlauf gerade auch ein wenig nach oben. Hier gab es nämlich den sehr schönen Breakout aus der Pivotal Base. Also hier schon besser als erwartete Q4-Zahlen. Besser als erwartet muss man sagen, Lyft ist ja eigentlich der etwas kleinere Uber-Konkurrent. Uber kennt ja natürlich alle. Uber ist auch bei uns aktiv. Lyft bisher ausschließlich in den Vereinigten Staaten. Und da geht es natürlich um das Fahrgeschäft, das gelitten hat während der Pandemie. Auch hier Stichwort Remote-Arbeit. Die Menschen blieben im Lockdown natürlich zu Hause, sofern sie überhaupt gearbeitet haben. Jetzt setzt sequenziell eine Erholung ein, die auch, wie das Q4 belegt hat, besser als bisher angenommen gelingt. Jetzt hat man zum Beispiel zuletzt auch noch die EBITDA-Prognose angehoben. Das war, glaube ich, auch der Grund hier für den Breakout, genau. Also man rechnet zum Beispiel jetzt hier beim EBITDA, mal kurz nachsehen, wie viel es jetzt noch ist. Hab das hier irgendwo auch notiert. Genau, statt 150 bis 145 Millionen US-Dollar Verlust nur noch mit 135 Millionen, also etwas weniger als angenommen. Und die Rides, also die durchgeführten Fahrten, die haben von Jänner auf Februar schon um 4% sich weiter sequenziell erholt. Also es läuft an. Hier muss man auch dazu sagen, gerade in den USA waren ja zu der Zeit jetzt auch einige Schneestürme aktiv, also Schneechaos, viele Menschen konnten gar nicht vor die Tür gehen. Auch das hat belastet und dürfte ein wenig gebremst haben und dennoch läuft es hier sequenziell besser. Das stützt jetzt hier natürlich die Aufwärtsbewegung und Lyft ist hier aktuell im Vergleich zu Uber ein wenig bullischer unterwegs. Wenn wir uns hier den Chart vielleicht kurz anschauen, tickert zwar auch nach oben, aber Lyft gefällt mir hier charttechnisch fast ein wenig besser. Und hier gibt es doch einige markante Unterscheidungsmerkmale, warum ich mich zum Beispiel jetzt hier für eine Lyft entschieden habe. Warum? Einerseits muss man sagen, Uber zwar mit 2/3 der Marktanteile größer, besser positioniert, auch was die Internationalisierung betrifft. Lyft aber zum Beispiel ist hier auf der Schiene autonomes Fahren besser unterwegs. Da hat Uber ja erst Ende 2020 einige Projekte eingestellt, hat zum Beispiel die eigenen Entwicklungen, die ja doch sehr kostspielig waren, zurückgeschraubt bzw. vollständig eingestellt, hat sich dann zum Beispiel noch mit 400 Millionen Dollar zumindest am Startup Aurora beteiligt. Die arbeiten ja auch an autonomen Technologien. Lyft zum Beispiel hat ja schon eine Kooperation mit Waymo, der Google-Tochter. Seit 2017 zum Beispiel fahren ja schon Robotertaxis in Phoenix, Arizona. Also dort ist man seit Jahren mit ja, selbstfahrenden Taxis unterwegs. Und jetzt hat man zum Beispiel auch gemeinsam mit Motional, dem Joint Venture zwischen Hyundai Motors und dem Automobilzulieferer Aptiv, abgeschlossen. Da möchte man 2023 dann das autonome Fahren auf weitere US-Märkte ausweiten. Also auch hier Stichwort
Las Vegas ist da zum Beispiel gefallen. Auch dort sollen dann diese autonomen Taxis schon unterwegs sein. Ist natürlich kein einfach umzusetzendes Projekt, aber das macht das Unternehmen sehr interessant und vor allem auch deswegen, wenn hier früher oder später der Durchbruch gelingt, muss man sich mal vorstellen, selbstfahrende Autos sind natürlich ja für die Margen ein Traum. Ich habe keine Fahrer, die ich bezahlen muss, ich habe keine Arbeitszeiten, die ich einhalten muss, die sind 24 Stunden rund um die Uhr unterwegs. Dass natürlich dann entsprechend Fahrer nicht mehr so dringend benötigt werden, ist natürlich die Schattenseite, aber insgesamt eine sehr, sehr spannende Geschichte, die jetzt wiederum wieder auch für Wachstumsfantasie sorgen kann. Ein weiterer Punkt, wo sie sich unterscheiden, Uber zum Beispiel, konzentriert sich jetzt wirklich ausschließlich nur noch auf das Kerngeschäft mit den Fahrdienstleistungen. Das macht Lyft anders. Schauen wir es uns einfach mal kurz an auf der Website vielleicht. Lyft, die haben zum Beispiel auch ja, Fahrzeugvermietung dabei, beziehungsweise auch, vor allem auch Bikes und Scooters. Auch da ist ja eigentlich ein regelrechter Hype entbrannt im letzten Jahr. Also elektrische Fahrräder und Roller, die werden auch immer dringender benötigt und sind sehr beliebt. Und auch Lyft weitet hier sein Netzwerk entsprechend aus, hat hier jetzt zum Beispiel Apps, wo ich sofort die nächsten Stationen finde, um mir einfach mal ein Fahrrad oder einen Roller auszuleihen. Und auch da kann man das Geschäft ein wenig diversifizieren. Uber macht das mehr oder weniger mehr über Uber Eats zum Beispiel, also neben dem Fahrgeschäft Lieferungen, Essenszustellungen. Das hat für Stabilität während der Krise gesorgt. Da hat Lyft absolut nichts vorzuweisen. Auf der Schattenseite wiederum hat das Management aber auch durchblitzen lassen schon, dass man hier Pläne hat. Konkret hat man sich aber in den letzten Monaten nicht mehr dazu geäußert. Also da ist es ruhiger geworden, aber mit dieser Schiene kann man sich auch noch ein wenig abheben. Auch das sehr spannend und was im Zuge des Reopenings auch wieder gefragt sein könnte, ist zum Beispiel auch die Business-Schiene. Denn da sind zum Beispiel Unternehmen wie Airbnb, Slack und so weiter Kunden, die haben dann zum Beispiel einfach ein Kontingent an Fahrzeugen und Fahrern, die es einfach den Angestellten ermöglichen, den Weg zur Arbeit möglichst bequem zu haben. Da gibt es eigene Liftfahrer, die dann die Angestellten abholen, auch wieder zu Hause absetzen und so sollen dann auch die Überstunden, sofern sie anfallen, ein wenig besser zu ertragen sein. Also man hat sich hier insgesamt sehr gut aufgestellt, charttechnisch auch jetzt während diesem Tech-Abverkauf Lyft sehr gut unterwegs und auch der Umweltgedanke, der spielt ja zunehmend eine wichtige Rolle, vor allem auch in den USA. Da zeigt Lyft zum Beispiel auf, ja, man ist eigentlich davon überzeugt auch, dass sich dieses Service-Modell durchsetzen wird. Das heißt, Menschen werden weniger Autos selbst besitzen, beziehungsweise vermehrt Fahrgemeinschaften und Fahrdienstleistungen nutzen. Das bedeutet zum Beispiel, aktuell in Zahlen ausgedrückt, jährlich werden etwa 1 Billion Dollar für den Besitz und Betrieb von Fahrzeugen in den USA ausgegeben. Auf der anderen Seite nutzt man das Fahrzeug nur 5% im Schnitt der eigenen Zeit. Das gilt jetzt vielleicht nicht unbedingt für einen Fernfahrer, aber für den klassischen Mittelständler, der vielleicht den Weg zur Arbeit braucht, das Auto, beziehungsweise dann in der Freizeit vielleicht mal kurz zum Einkaufen oder mal in den Urlaub fahren, sind auf jeden Fall im Schnitt 5% und dafür ist das Auto sehr teuer. Nur die Lebensmittelausgaben liegen noch darüber. Ansonsten das Auto wirklich auch ein Kapitalvernichter. Und das könnte sich auch, ja, jetzt mit diesem Klimagedanke verbunden in den nächsten Jahren bemerkbar machen. Und da möchte Lyft zum Beispiel auch schon bis 2030 ausschließlich auf E-Fahrzeuge setzen, beziehungsweise andere emissionsfreie Antriebe, wobei überwiegend wahrscheinlich batteriebetriebene Autos. Und auch da nehmen die Kosten nach und nach ab. Also da sagt man zum Beispiel 2020 bereits ein wichtiger Wendepunkt. Und da dürfte auch in den nächsten Jahren einiges passieren. Insgesamt gerade eine sehr spannende Aktie zum Beispiel, die ich genau im Blick habe, beziehungsweise bei der ich auch selbst investiert bin. Und insgesamt charttechnisch ein sehr guter Eindruck momentan. Genau. Die Scan-Parameter nochmal, also aktuell, wie gesagt, könnt ihr natürlich gerne nachbilden. Nasdaq-Aktien, Technologie. Dann haben wir gesagt, fundamental schränken wir mal nichts ein, bewertungstechnisch, ganz im Sinne Minervini. Abstand vom Hoch 10%
und Chartsignale, Ausbruch auf neues Hoch innerhalb der letzten 20 Tage. Genau, dann kommt da mal schon eine sehr, sehr, ja doch überschaubare, aber interessante Auswahl raus. Da kann man sich entsprechend sehr gut durchklicken. Wir haben zum Beispiel auch eine T-Tech Holdings, einige Super-Performance-Hörer sind dabei, habe ich gesehen, die haben wir gerade erst am Montag angesprochen. Da läuft jetzt erst sehr schön auch wieder der Rebound an in Richtung des Hochs, ist ja ein führender Anbieter von Customer Experience Lösungen. Kann man sich dann auch, wenn man das Abo haben will, die Aufzeichnung nochmal genau ansehen, dann hat man hier diese News-Impulse genau im Blick. Ähnlich Faro Technologies, habe ich aktuell eine Long-Position, haben wir uns auch am Montag beim Trendfolge-Stammtisch angesehen, läuft jetzt auch wieder Richtung Allzeithoch. Also wir haben hier wirklich immer wieder sehr schöne Trading-Ideen und auch da könnten zum Beispiel jetzt auch die Infrastrukturprojekte in den USA Rückenwind liefern, denn Faro Technologies zum Beispiel ist führend unterwegs bei innovativen 3D-Messlösungen. Bauprojekte, Infrastrukturprojekte können da wesentlich beschleunigt werden, sind schneller abzuwickeln, kostengünstiger. Auch hier aktives Trend-Template und die Aktie wieder Richtung hoch unterwegs. Genau, was haben wir da noch? Schauen wir eine vielleicht noch an. Ja, sehr schön, Sonos ist dabei. Sonos haben wir auch gestern wieder getrackt bei den Super Performance Aktien als Breakout Chance. Sieht jetzt aktuell sehr gut aus. Warum? Laden wir es vielleicht nochmal rein. Wir haben die Aktie ja schon länger unter Beobachtung. Eigentlich seit den Q4-Zahlen. Hier sieht man auch sehr schön warum. Klassisches Beispiel Trend Template. Man sieht es hier sehr schön, die gleitenden Durchschnitte waren nicht entsprechend ausgerichtet. Es geht ja darum, GD50, 150, 200 müssen allesamt ansteigen und hier auch rot, blau, grün ausgerichtet sein. Dann gab es hier ein Trigger-Ereignis, nämlich überzeugende Q4-Zahlen. Unter massiv erhöhten Volumen gelingt der Breakout und seitdem läuft die Aktie eigentlich ungeachtet des Gesamtmarkts Richtung Norden. Sieht also weiterhin jetzt auch sehr spannend aus. Und was mir sehr gut gefallen hat, auch immer wieder, die Aktie, verdopple hier mal die Linie, um das zu veranschaulichen, verteidigt eigentlich auch sehr schön immer die Pivotal Price Line. Also wenn es neue Long-Signale gibt, neue gute Nachrichten, werden diese Ausbrüche sehr schön verteidigt. Die Aktie auch sehr trendstabil unterwegs, das heißt Rücksetzer fallen möglichst niedrig aus. Die Aktie ist nicht sehr volatil unterwegs und ich habe es damals bei den Q4-Zahlen schon angesprochen. Da habe ich gesagt, Sonos ist ein Stay-at-Home-Profiteur, bei dem aber das Ganze mehr als nur ein Strohfeuer sein dürfte. Sonos, wer die Aktie nicht kennt, ich zeige mal ganz kurz her, was sie machen. Wie erkennt man das aktive Trend-Template, fragt der Peter. Zeige ich dir dann gleich nochmal. Also wie gesagt, die gleitenden Durchschnitte müssen per Definition entsprechend ausgerichtet sein, also 50 Handelstage, 150 Handelstage, 200 Handelstage und die Aktien müssen auf ein neues Hoch ausbrechen beziehungsweise dürfen nicht so weit vom Hoch entfernt sein. Wir können das Ganze schnell rausfiltern bei den Kurslisten, zeige ich dann. Ich mache dann, keine Sorge, noch ein Screening bei den Kurslisten, da können wir dann zum Beispiel Aktien, bei denen dieses Trend-Template nicht aktiv ist, per Mausklick ganz schnell entfernen und dann habt ihr nur Aktien mit aktiven Trend-Template sofort am Schirm. Zeige ich alles nochmal her. Und Sonos, genau, die bauen Multiroom-WLAN-Lautsprecher. Multiroom, warum das? Also es ist jetzt zum Beispiel nicht so eine klassische Alexa oder einfach nur ein Speaker, den ich mir irgendwo aufstelle, sondern ich kann diese einzelnen Lautsprecher von Deckenlautsprecher bis hin zu kleinen tragbaren Lautsprechern, Heimkinosysteme etc., also die TV-Soundbars quasi, die kann ich miteinander vernetzen per WLAN und kann dann dafür sorgen, dass ich zum Beispiel, ich glaube, Sie haben irgendwo hier ein Bild, ja genau, dass ich zum Beispiel im Schlafzimmer, im Wohnzimmer und auch in der Küche zeitgleich dieselbe Musik abspielen kann. Das heißt, auch wenn ich mich in der Wohnung oder im Haus bewege und die Räume wechsle, habe ich immer das perfekte Sounderlebnis, muss also dieses Wiedergabegerät nicht ständig umstellen oder mit mir herumtragen. Ist also ganz angenehm. Und was Sonos auch ganz geschickt macht, sie haben hier einfache
Integrationsmöglichkeiten, sage ich mal, zu 100 verschiedenen Musikstreaming-Diensten wie Spotify, Amazon Music, Audible, TuneIn, wie sie nicht alle heißen. Das heißt, da gibt es die eigene Sonos-App, wo ich einerseits die Lautsprecher miteinander verknüpfen kann und dann ohne großen Aufwand, wenn ich ein Spotify-Abo habe zum Beispiel, kann ich das einfach gleich mit Sonos gemeinsam nutzen. Und angesprochen Strohfeuer, warum ist das hier nicht der Fall? Mein Gedanke war damals auch, Sonos hat eigentlich eine sehr breite Produktvielfalt, vor allem auch was die Preiskategorien betrifft. Und da wird es einfach den Kunden sehr einfach gemacht, mit niedrigen Preisen schon mal den Einstieg in die Sonos-Welt zu finden. Kunden, das zeigen die Zahlen, die jüngsten Quartalszahlen auch wieder auf, bleiben der Marke auch treu, können sehr gut gebunden werden. Warum? Weil sie dann auch leicht die Möglichkeit haben, aufgrund dieser WLAN-Vernetzungsfunktion, wenn es ihnen gefällt, abzugraden, teurere Speaker nochmal nachzurüsten und die dann einfach mit dem bisherigen Portfolio oder der bisherigen Auswahl, die man schon zu Hause hat, wieder zu erweitern. Und das sorgt natürlich dafür, dass man mit bestehenden Kunden einerseits mehr Geld verdient und dass man natürlich auch weiterhin neue Kunden gewinnen kann. Und bei Sonos ist das aktuell so der Fall. Ende des letzten Jahres war es stand so, dass die Sonos-Kunden, die registrierten, im Schnitt so etwa 2,9 registrierte Produkte hatten. Das war im letzten Jahr schon ein Anstieg von 33%. Man hat zum 15. Mal in Folge gleichzeitig aber auch die Zahl der erreichten Haushalte um 20% steigern können. Das heißt, jedes Quartal 20% bei den bedienten Haushalten hinzu, gleichzeitig aber auch rüsten die bestehenden Kunden nach. Und das ist dann mehr oder weniger eine Win-Win-Situation, die Sonos nach wie vor beflügelt. Jetzt war es natürlich im letzten Jahr so, die Menschen waren vermehrt zu Hause, Musik und Filme, Streaming, Netflix, all das hat natürlich geboomt. Jetzt hat man natürlich das Heimkino-Erlebnis intensivieren wollen. Sonos ein klassischer Profiteur und da war auch oder ist nach wie vor eine Kooperation mit Disney Plus sehr hilfreich, denn zum Staffelstart The Mandalorian 2 letztes Jahr hat man zum Beispiel die eigenen Produkte, eine Soundbar für den TV, beworben, gemeinsam mit dem Disney Plus Abo. Und das hat natürlich nochmal den Produktverkauf entsprechend angekurbelt. Und diesen Effekt hat man jetzt auch im letzten abgeschlossenen Q4 nochmal gut gespürt, wo es nochmal nach oben ging. Also schaue ich gerade mal kurz nach. Genau, Wachstum. Na, es war schon das Q1, genau. Ja, Wachstum beim Umsatz zuletzt nochmal 15%, beim Gewinn sogar 95%, Schätzungen in beiden Fällen klar geschlagen. Und jetzt sieht man es hier zum Beispiel auch nochmal, Deal mit Audi. Jetzt vor ja, 2 Tagen hat man zum Beispiel jetzt verkündet, dass man im Automotive-Segment eine völlig neue Einnahmequelle schaffen will. Im e-tron von Audi soll zum Beispiel jetzt das Sono-Sound-System ein neues Premium-Audio-Erlebnis bieten können. Das heißt, man bringt die Speaker jetzt auch in die Autos. Das kam ganz überraschend, sorgt natürlich jetzt für neue Wachstumsfantasie und gleichzeitig hat das Management auch gesagt, ja okay, es läuft besser als erwartet bei uns. Bei den Zielen für 2024 rechnen wir beim Wachstum jetzt nicht mehr mit im Schnitt 10%, sondern mit 13%, und auch das hier aktuell ein Katalysator. Die Aktie heute auch trotz der schwächeren Tech-Werte mit 0,7% gerade wieder im Plus. Also ein sehr interessanter Kandidat für die Breakout-Watchlist. Genau, neue Lautsprecher, Bernhard, die kommen immer wieder raus. Wirklich, das Produktportfolio ist sehr breit gefächert. Es gibt wirklich für den Outdoor-Bereich gibt es auch zum Beispiel Speaker. Ist jetzt natürlich auch wieder in der Urlaubszeit sehr interessant. Sonos ist ja nicht nur ausschließlich in den USA aktiv, sondern auch bei uns. Also auch da bricht die Urlaubszeit jetzt entsprechend wieder an. Die Menschen gehen wieder raus, gehen in den Garten und so weiter. Also auch da ganz interessant war zum Beispiel auch, weil alle reden immer über Netflix und die Streamingstunden oder Amazon, Disney und so weiter. Sonos, ganz interessante Zahlen waren da auch zum Beispiel, die haben nämlich einen eigenen Radiodienst, einen Streaming-Radiodienst gestartet. Und da wurde zum Beispiel auch aufgezeigt, bei Sonos ist es so, Radiosender generell wurden bei Sonos oder über die Sonos-App
im letzten Jahr um 40% mehr gestreamt und Radio hat 50% der gesamten Hörzeit ausgemacht. Das heißt, es sind jetzt gar nicht unbedingt die Filme, die angesehen werden, sondern die Menschen hören einfach gern Musik. Und das sorgt ja auch bekanntlich immer wieder für gute Stimmung, gute Laune. Das spielt Sonos jetzt gerade hier entsprechend in die Hände. Genau, also auch aktuell eine sehr, sehr spannende Aktie. Charttechnisch hier, Trend Template, wie gesagt, aktiv, relative Stärke, neue News-Impulse. Hatten wir auch zum Beispiel wieder bei den Super-Performance-Aktien schon vorgestern, rechtzeitig auf dem Schirm. Genau, jetzt war das zum Beispiel jetzt mal unser Easy-Scan. Ich glaube, den haben wir jetzt mal ausführlich besprochen. Wer da noch ein wenig mehr reinschnuppern möchte, einfach mal auf YouTube danach suchen, TraderFox EasyScan, da gibt es regelmäßig Anleitungsvideos von mir, wo ich Screenings durchführe, wo ich euch die verschiedenen Funktionen auch näher vorstelle. Ansonsten einfach auch mal, wer Zugriff hat, schon ein wenig herumprobieren, ist dann oftmals eine sehr gute, ja auch Wochenendbeschäftigung, gerade noch im Lockdown. Wenn das Wetter vielleicht schlecht ist, da kann man dann immer wieder neue spannende Aktien finden. Genau, schauen wir uns vielleicht ganz kurz auch nochmal Aktienrankings an, weil jetzt immer wieder die Frage auch kommt, wo finde ich das Abo? Keine Sorge, auch das zeige ich euch dann alles nochmal in Ruhe im Überblick. Nein, Sonos habe ich aktuell selbst nicht im Depot. Ich habe gestern überlegt, aber man kann ja bekanntlich auch nicht bei allem dabei sein. Ich nenne es dann auch immer ein wenig so meinen Research-Fluch, wenn man dauernd auf spannende Breakout-Chancen aufmerksam wird. Da kommt man mit dem Traden eigentlich gar nicht nach. Man kann einfach nicht alles kaufen, aber es ist definitiv ein sehr, sehr spannender Kandidat meiner Meinung nach momentan. Genau. Ja, was habe ich jetzt eigentlich gerade gemacht? Ich bin auf rankings.traderfox.com gegangen. Auch da kann ich mich über den Trading Desk verlinken lassen. Und da, wenn ich eingeloggt bin, auch da habe ich Zugriff mit dem Morningstar Datenpaket. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich will den Easy Scan haben und das Aktien Rankings Tool, dann einfach das Morningstar Datenpaket holen. Dann kann ich mich hier einloggen und entweder selbst nach technischen und fundamentalen Kriterien suchen oder wir machen es uns jetzt leicht. Wir haben gerade über Minervini gesprochen und sein Trend Template. Da will ich jetzt hier nach der Strategie von Mark Minervini, nach den Super Performance Stocks, da kommt ja auch der Name her, diese Aktien schnell finden können. Und da habt ihr zum Beispiel nochmal, weil die Frage kam, genau definiert, was muss technisch erfüllt sein, damit dieses Trend-Template auch erfüllt ist. Ich gehe jetzt hier nicht mehr konkret drauf ein, das wird, glaube ich, sonst zu weit ausgeholt und dann klicke ich einfach mal hier auf Scannen. Die Listen automatisch updaten. Ja, wenn ich ein Screening durchführe, dann werden automatisch die jeweiligen Kriterien berücksichtigt. Das heißt, sobald ich ein neues Screening durchführe, habe ich ohnehin Aktien am Schirm, die diese Kriterien gerade erfüllen. Also da ist man eigentlich immer up to date. Ja, Tampa Sealy zum Beispiel gleich, auch bullish unterwegs. Wir hatten zum Beispiel den Mitbewerber Sleep Number zuletzt schon am Schirm. Den tracken wir auch schon seit über einem Jahr. Ist ein Hersteller von intelligenten Matratzen, Betten und so weiter, wo immer mehr die Vernetzung des eigenen Schlafzimmers Fahrt aufnimmt, das heißt Tracking der Schlafgewohnheiten, wie kann ich meinen Schlaf optimieren und erholsamer machen. Auch da nimmt natürlich die Nachfrage zu, weil die Investitionen in die eigenen vier Wände ansteigen. Tempo Sealy als eigentlich mehr oder weniger Mitbewerber, auch mit zuletzt starken Zahlen, jetzt sehr gut unterwegs. Wir haben aber auch eine Marine Max, die wir uns diese Woche angesehen haben, da habe ich den Breakout auch gekauft, bin aktuell auch noch mit an Bord. Klassischer Profiteur der hohen Konsumausgaben beziehungsweise der jetzt gerade schon unterzeichneten Stimulus-Schecks. $1,400 gibt es hier für die US-Bevölkerung. Biden hat gestern nochmal seine Unterschrift drunter gesetzt. Und was macht Marine Max? Ist der größte Einzelhändler für Freizeitboote, ist ein Charterdienstleister, der oder ein Charterunternehmen, nebenbei auch sagen wir so, der nicht nur in den USA, sondern auch in Europa Standorte wie Kroatien oder auch Luxusbereiche wie ganz klassisch natürlich Monaco und so weiter und so auch in Asien unterwegs ist, haben wir uns auch schon bei den Super Performance Aktien als Breakout Chance angesehen, beziehungsweise will ich da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil die Aktie
werden wir uns unter anderem auch am Montag beim kommenden Super-Performance-Stammtisch nochmal ein wenig genauer anschauen. Genau, aber prinzipiell profitiert die Firma zum Beispiel ganz klar davon, jetzt kommt Taschengeld für die Urlaubszeit und das dürfte auch hier wieder für vermehrte Bootsurlaube sorgen. Sonos kennen wir schon, scheint auch hier auf. Corning, auch ganz interessant, zieht jetzt auf neue Hochs, ist vor allem von der Bewertung sehr attraktiv. Da hat das Investmentmagazin Barron's zuletzt sehr spannende Kommentare abgegeben. Corning, ganz klassischer 5G-Profiteur, Glasfaser und so weiter. Also alles, was die Infrastruktur betrifft, ist man sehr gut aufgestellt. Man hat aber auch innovative Produkte wie per Knopfdruck verdunkelbare Glasscheiben zum Beispiel. Ich spare mir den Vorhang und die Jalousie, kann dann einfach mal die Fenster schwärzen, vereinfacht ausgedrückt, so dass sie halt nicht durchsichtig sind. Auch das könnte sehr, sehr spannend werden, gerade mit so Geschichten wie Smart Home und so weiter. Also auch da ein sehr spannender, attraktiv bewerteter Titel. Ansonsten Corning natürlich ganz klar für seine Glasprodukte bekannt, Smartphones und so weiter. Healthcare-Bereich ist gut gelaufen. Also man hat zum Beispiel Aufbewahrungsfläschchen für die Impfstoffe hergestellt. Genau, und auch ganz spannend, das überlege ich gerade, irgendeine Aktie wollte ich euch da nochmal genauer zeigen. Vorhin einmal kurz das Screening durchgeführt. Jetzt, da haben wir zum Beispiel Sleep Number nochmal. Sieht auch gerade sehr gut aus. Also auch da verbergen sich jetzt nicht nur ausschließlich Tech-Werte nach dem Nasdaq-Abverkauf, aber man sieht dann zum Beispiel auch sehr schnell, welche Aktien notieren gerade im Bereich der Hochs, wo startet die Trendfortsetzung, wo gibt es relative Stärke. Es ist ja nicht so, als würden jetzt alle Tech-Werte in Grund und Boden versenkt werden. Und ich konzentriere mich hier bei meinen täglichen Screenings vor allem auf Aktien, die zuletzt sehr positive Quartalszahlen präsentiert haben, die auch wirklich was vorzuweisen haben, wo jetzt nicht nur rein die Wachstumsfantasie gehandelt wird. Und das sind jetzt auch, wie wir bestätigt werden, meist diejenigen Kandidaten, die sich auch nach wie vor Richtung Norden entwickeln können. Genau, also ich weiß jetzt nicht, welchen Kandidaten ich da konkret nochmal vorgestellt habe, aber ich mache es jetzt so, bevor uns die Zeit hier auch dann noch zu knapp wird, gehen wir einfach nochmal auf den Trading Desk und da schauen wir uns einfach nochmal kurz an, wie kann ich mir zum Beispiel Aktien mit dem Trend Template ganz schnell auch hier mal ansehen. Ich glaube, ich gehe am besten einfach mal hier. Ich glaube, beim 5 Minuten Video Coaching Desk habe ich was frei. Genau, ein leerer Desktop. Da machen wir jetzt zum Beispiel einfach mal hier eine Kursliste auf. Hier braucht man jetzt, ich sage es gleich vorweg, nicht das Morningstar-Datenpaket, sondern das Standard-Abo zu unserer Börsensoftware. Kurslisten könnt ihr da kostenlos schon laden, aber wenn ihr Indikatoren, und das geht hier über das grüne Plus, wenn ihr die hinzuschalten wollt, und auch da ist die Auswahl sehr groß, wie gesagt, gibt es auch unzählige Anleitungsvideos auf YouTube, beziehungsweise könnt ihr auch hier, wo ist er? Wer vielleicht die Börsensoftware schon hat, in der Help Area, auch da gibt es viele Videos von mir. Wie erstelle ich Kurslisten, wie kann ich Alarmfunktionen nutzen und so weiter. Also auch da kann man sich mal durchklicken, findet man sehr schnell. Wer also diese Indikatoren nutzen möchte, der braucht das Standard-Abo. Da ist aber auch schon dann sehr viel dabei. Und da kann ich zum Beispiel jetzt mal sagen, ich will den Abstand vom 52-Wochen-Hoch wissen und ich will bei Indikatoren das Trend-Template haben. Da kann ich zum Beispiel auch mal aufs Rufzeichen klicken, sehe dann nochmal die Kriterien, was muss sein, damit das Häkchen grün ist, und dann klicke ich hier einfach mal auf Scans, gehe über das Trend-Template, klicke auf Aktiv und dann filtert mir das System automatisch alle Aktien raus, die gemäß Minervini nicht in einem Aufwärtstrend sind und dementsprechend auch uninteressant sind. Und das ist jetzt wenig überraschend natürlich, ähnlich wie bei Aktienrankings beim Screening, das wir gerade durchgeführt haben, gibt es jetzt viele Titel, die hier entsprechend auch wieder aufscheinen. Ich kann dann aber hier zum Beispiel auch gleich nochmal sagen, zeigen wir nur Aktien, die nicht weiter als, bleiben wir bei 10%, nicht weiter als 10% vom Hoch entfernt sind und in den letzten
ja, 20 Handelstagen ein neues Hoch markiert haben. Das sehe ich dann hier entsprechend. Nehmen wir jetzt hier zum Beispiel einfach mal, ja, sind jetzt auch nicht nur Tech-Aktien entsprechend, aber Corning, weil wir es gerade angesprochen haben, hier gibt es heute ein neues Hoch, deswegen hier 0 Handelstage. Bei JP Morgan zum Beispiel gab es vor 2 Tagen ein neues Hoch und jetzt hier ein positiver Wert, Corning aktuell 0,4% über diesem Breakout-Level. Sieht also insgesamt sehr spannend aus. So, kurz Moment. So, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Bei mir steht der Roomba im Büro. Man glaubt es nicht. Aber er macht sich gerade selbstständig und fängt an, Runden zu drehen. Das ist sehr unheimlich. Ja, jetzt habe ich ihn mal nach draußen verbannt. Genau, und da sieht man, unglaublich, Corning, eben positiver Wert und hier entsprechend ein grünes Hakel für das Trend-Template. Da kann ich dann entsprechend sehr schnell Aktien rausfiltern, weil wir jetzt hier bei den Nasdaq-Aktien sind, was hier auch auf der Liste sich irgendwo verbirgt, was ich da aber jetzt nicht raussuchen will, großartig, DraftKings, tracken wir schon, seit, ich glaube, September letzten Jahres, genau, hier sieht man sehr schön, entsprechend umfassend ist auch schon die Chart-Analyse. Also da gab es schon im letzten Jahr eine sehr schöne Breakout-Bewegung. Wir haben sie am Schirm, seitdem hier diese Seitwärtsbewegung beendet wurde. Auch hier war ausschlaggebend das Trend-Template, um diese Aktie zu finden. Und seitdem gibt es eigentlich immer wieder positive News-Impulse und auch zuletzt waren einige davon dabei. Und DraftKings, ich glaube, einige kennen die Aktie schon, ist ja ein führender Anbieter von ja, Online-Sportwetten, Fantasy-Wetten, iGaming, iGaming ganz klassisch, Casino-Spiele, Blackjack, Roulette, Poker, also alles über das Internet, Profiteur der geschlossenen Casinos zuletzt, im Lockdown war alles dicht. Wir hatten sehr positive Analystenkommentare, fast eigentlich schon in Tesla-Manier, ich glaube JP Morgan oder Morgan Stanley. Bin mir jetzt nicht sicher, die haben zum Beispiel hier schon mal ein Bullcase-Szenario von $179 ausgerufen zuletzt. Es gab jetzt 146% Wachstum im Q4. Jetzt ist die Prognose nochmal angehoben worden. Vor einigen Tagen nochmal der Investorentag. Schauen wir uns das vielleicht kurz an. Ich habe es da kurz offen in der Präsentation. Da ging es vor allem darum, dass der adressierbare Markt jetzt größer ausfällt als bisher angenommen. Was hier antreibt, ist vor allem die zunehmende Legalisierung des Glücksspiels in den USA. Das heißt, das läuft eigentlich erst an. Aktiv ist man überwiegend in den Vereinigten Staaten, beziehungsweise jetzt auch vermehrt in Kanada. Kanada ist jetzt zum Beispiel die Kooperation mit der NFL erweitert worden, um Fantasy-Wetten dort zu ermöglichen. Das heißt, man hat Zugriff zu exklusiven Lizenzen, Marken, Spielernamen, Trikots, Teams, Informationen, Statistiken und so weiter. Also auch da stellt man sich immer besser auf, hat zum Beispiel bei den Marktanteilen bei Sportwetten jetzt schon 30% in den USA, ja, 20-30% bei iGaming, also diese Casino-Spiele sind es 15-20%. Da hat man zum Beispiel auch mal ausgerechnet, bisher hat man nämlich damit gerechnet, iGaming und Sportwetten gemeinsam haben einen adressierbaren Markt von etwa $39 Milliarden. Jetzt sollen es $62 Milliarden sein. Und was den Umsatz betrifft, und wenn man davon ausgeht, dass hier die obere Spanne oder das obere Ende der Marktanteile erreicht werden kann, dann soll der Bruttoumsatz hier in den USA allein schon bei 5 bis 7,3 Milliarden Dollar liegen. Und wenn man dann die Konsensschätzungen zum Beispiel hernimmt, nach der bereits angehobenen Prognose im Zuge des Q4, werden im besten Fall bisher gerade mal 1 Milliarde Dollar im laufenden Geschäftsjahr erwartet. Also das ist 5 bis 7 Mal höher, wenn man da wirklich die PS auf die Straße bringt, sind die Chancen sehr gut, dass es weiter nach oben geht und das bestätigt jetzt entsprechend auch der Chart. Es gab einige, ja, viele Kursziele, Kurszielanhebungen, viele andere positive News, wie zuletzt zum Beispiel die eigene Sportsbook-App, über die man wetten kann, die ist erst kürzlich auf Google Play Store zur Verfügung gestellt worden. Man hat jetzt eine exklusive Partnerschaft mit der UFC. UFC ist ja quasi die
ja eigentlich die führende Kampfsport-Brand, wenn man so möchte, die Ultimate Fighting Championship, diese ganzen gemischten Kampfsportarten mit ja jetzt schon 625 Millionen UFC-Fans, 142 Millionen Social-Media-Follower, also auch da ist was dahinter und DraftKings wird jetzt auch hier der exklusive Wettpartner. Man hat zum Beispiel eine Kooperation mit Dish Network abgeschlossen, er verbindet jetzt diese Wett-Apps mit dem intelligenten und internetfähigen TV-Geräten. Das heißt, ich kann zum Beispiel einfach über die Dish TV Hopper Plattform, also über das internetfähige TV-Gerät, Wetten platzieren bei DraftKings. Und dann kann ich einfach mit einem Knopfdruck sagen, zeichne mir das Fußballspiel, auf das ich gewettet habe, auf, bitte. Dann kann ich mir das nachher in Ruhe ansehen oder auch live ansehen. Und daraus ergibt sich natürlich eine Win-Win-Situation, denn einerseits, ja, die bessere Benutzerfreundlichkeit führt dazu, dass mehr gewettet wird über DraftKings und andererseits nimmt auch erwiesenermaßen die TV-Konsumzeit, sage ich mal, zu. Denn wenn ich auf ein Spiel wette, ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass ich mir dieses Spiel auch ansehe und deswegen auch die TV-Stunden bei Dish dürften simultan mit den Wettaktivitäten bei DraftKings entsprechend ansteigen. Da wird es wirklich leicht gemacht. Es gibt dann zum Beispiel auch schon die Möglichkeit, mit Sprachbefehlen wie Launch DraftKings einfach diese Apps zu starten. Also auch hier immer mehr Richtung Vernetzung, Smart Home, Streaming. Also auch da ist man insgesamt gut aufgestellt. Genau, das waren so wirklich sehr spannende Newsimpulse zuletzt. Fundamental sieht sehr gut aus und wenn wir uns den Chart jetzt nochmal hier ansehen, auch heute wieder ein gutes Beispiel dafür. Die Aktie bricht jetzt auf ein neues Allzeithoch aus, hält sich sehr gut, ist einer der bullischen Nasdaq-Stocks und auch den haben wir zum Beispiel ja seit, wie gesagt, September letzten Jahres bei den Super-Performance-Aktien durchgehend am Schirm. Da tracken wir unsere Favoriten natürlich immer mehr. Das heißt, wenn es bedeutende Neuigkeiten bei spannenden Aktien gibt, gibt es immer wieder Updates und das bei den wöchentlichen Trendfolge-Stammtischen an Montag beziehungsweise natürlich auch in den Live-Trading-Sektionen oder auch in Form von kurzen Chart-Tweets. Und da gibt es zum Beispiel dann einfach hier die Möglichkeit, weil ich den Chat gerade anspreche, einfach hier am Trading-Desk reinzuschauen. Bei den Gruppen. Genau. Und auch da, ja, ich will gar nicht zu viel verraten. Jabil, auch da habe ich den Breakout gekauft gestern noch. Sehr, sehr spannend. Kooperation auch mit 3D Systems. Alle Super-Performance-Hörer können sich freuen. Die schauen wir uns am Montag an. Sehr, sehr attraktiv bewertete Aktie, um Geschichten wie den 3D-Druck zu spielen. Sonos hatten wir, wie gesagt, hier nochmal gestern was. Als Breakout-Chance und so weiter. Also auch da gibt es regelmäßige Updates, die man sich dann entsprechend genauer ansehen kann. Und der langen Rede kurzer Sinn. Jetzt möchte ich euch wirklich mal zeigen, wo gibt es überhaupt diese ganzen Angebote. Denn auch das, wie ich so lese. Genau, Bernhard. Also wie gesagt, da sieht man es ja, ich habe es auch eingezeichnet, schon im September gefunden. Warum? Wie sieht mein tägliches Screening meist aus? Es geht natürlich hier auch um charttechnische Breakouts. Also, es passt vielleicht auch ganz gut, ein Zitat von Mark Minervini, Trust your eyes and not your ears. Das heißt, nicht überall dorthin hören, wie zum Beispiel jetzt von den Dächern geschrien wird, ah, Fastly, die beste Aktie aller Zeiten, Tesla kann nur noch steigen, Extremfall, GameStop, AMC, ja, to the moon. Minervini macht es ja auch so oftmals. Werden natürlich diese Ausbrüche von positiven Nachrichten schon begleitet, aber oftmals ist es schon so, dass sie sich zuvor als Leader auch schon zu erkennen geben. Das heißt, bei DraftKings war es ja auch so, die lief schon nach oben, hat dann mal in Ruhe das Trend-Template aktiviert, hat dann nochmal konsolidiert und wenn dann aus solchen Bewegungen, Seitwärtsphasen der Breakout startet, schaue ich mir diese Aktie entsprechend nochmal genauer an. Und das war hier zum Beispiel entsprechend im September der Fall gefunden, ganz einfach. Kursliste mit geringem Abstand zum 52-Wochen-Hoch und aktivem Trend-Template. Das sind eigentlich die zwei Scans und Indikatoren, die ich am liebsten nutze. Und dann wird man immer wieder auf solche spannenden Aktien ganz leicht aufmerksam. Ja, okay.
seit 1.4. das Morningstar-Abo schon. Ja, schauen wir uns einfach mal an, was überhaupt dabei ist. Da ist ja auch schon einiges mit inkludiert. Und am besten einfach mal auf traderfox.de gehen. Jetzt melde ich mich hier nochmal kurz ab, damit man auch sieht, wie es aussieht, wenn ihr drauf geht auf die Seite. Einfach auf den Bestellenreiter klicken. Dann gibt es hier das Morningstar-Datenpaket. Und dann habt ihr hier nochmal eine Übersicht, was hier alles mit dabei ist. Einerseits, wie gesagt, Aktien-Rankings haben wir uns gerade angesehen, das Aktien-Terminal. Da vielleicht auch einfach mal, wenn es interessiert, auf YouTube Aktien-Terminal eingeben. Das ist weit mehr als nur der Easy-Scan und diese Wachstumschecks. Da gibt es den Explorer, da gibt es fundamentale Analysemöglichkeiten noch und so weiter. Also da ist das Angebot wirklich sehr breit gefächert. Es gibt aber dann noch Systemfolio, Aktienportfolio, Aktienpaper zum Beispiel. Das ist nämlich der digitale Kiosk. Da kann ich mir dann diese Minervini-Scans zum Beispiel, die wir gerade über Aktien-Rankings gemacht haben, täglich aktualisiert als PDF-Datei zuschicken lassen, muss dann nur meine E-Mail-Adresse eintragen, bekomme das dann quasi auch optimal fürs Smartphone oder fürs Tablet, einfach mal auf die Couch setzen und dann spannend die Aktien durchklicken. Und all das ist dann hier für 19 Euro im Monat als Abo verfügbar. Die Börsensoftware ist da noch nicht dabei. Also wie gesagt, das ist ein Add-on. Wer die Börsensoftware haben möchte und die Kurslisten mit den ganzen Scans und Indikatoren haben möchte, der am besten einfach mal zu den Hauptprodukten schauen und dort für 29 Euro im Monat, auch da ist schon einiges mit dabei, habt ihr dann Zugriff zu allen Kurslisten, habt zum Beispiel dann auch Zugriff, auch das ist kostenpflichtig, zum Gurudesk William O'Neill und Nicola Stavers. Auch da gibt es dann nach diesen Anlagestrategien vorgefertigte Screening-Möglichkeiten. Sieht dann so aus. Aktien mit geringem Abstand zum Hoch, mit zuletzt überzeugendem Umsatz- und Gewinnwachstum auf Quartals- und Jahresbasis. Auch das schnell auf einen Blick. Top-Wachstumsaktien, kurz gesagt. Und das sind dann einfach so die Möglichkeiten, dass man kombiniert es am besten einfach und holt sich dann entsprechend die Inspirationen. Und wenn dann oftmals auch bei den Screenings immer wieder die gleichen Einzelwerte ja aufscheinen, dann ist das natürlich eine entsprechende Bestätigung, dass diese Aktien gerade auch sehr interessant sind. Genau, also Börsensoftware hier zu finden. Und wer dann zum Beispiel die Super-Performance-Aktien haben möchte, auch hier wieder bei den Add-ons Strategiepakete. Da kann man zum Beispiel sagen, für 29 Euro im Monat kann man sich zwei dieser Strategiepakete aussuchen. Und ja, alle Strategiekunden, die haben auch automatisch Zugriff dann zum Trendfolgestammtisch, beziehungsweise natürlich, wenn man die Super-Performance-Aktien auswählt. Und da gibt es dann jeden Montag 12.15 Uhr den Trendfolgestammtisch, eine Stunde. Jedes Mal mit Aufzeichnung. Ihr könnt euch rückwirkend bis ins Jahr 2018 alle Aktien ansehen, alle Webinare ansehen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr da, ich glaube, einige Wochen durchschauen. Und natürlich auch optimal, wenn man berufstätig ist, am Montag 12.15 Uhr hat natürlich nicht jeder Zeit, kann man sich das dann noch entsprechend in Ruhe immer wieder ansehen, pausieren und sich die Inspirationen holen. Bei dem Trendfolgestammtisch ist es so, wir schauen uns jeden Montag vier Aktien genauer an, die wir auf die gerade erwähnten Weisen identifiziert haben, bei denen die Musik spielt, führen dann auch nochmal kurz ein Live-Screening durch, das heißt, wo gibt es Breakout-Chancen, wie eine Sonos zum Beispiel, und da ist man dann eigentlich für die Woche meist optimal vorbereitet. Also jetzt in den letzten Wochen war der Fokus auch auf die Quartalssaison, die Berichtssaison gerichtet. Wo gab es Pivotal News Points? Wo sind die Erwartungen übertroffen worden? Und jetzt natürlich am Montag dann auch wieder ein Update, welche Aktien man genau am Schirm haben sollte. Findet man dann entsprechend hier. Und auch da sage ich wieder, YouTube die beste Anlaufstelle. Auch da gibt es dann schon Videos dazu. Genau, das ist der Stammtisch, 12.15 Uhr jeden Montag. Okay, Ton müsste noch da sein, hoffe ich, aber das passiert leider bei GoToWebinar immer wieder. Genau, ja, es ist ein riesiges Angebot, vor allem auch bei den, vor allem auch, wie gesagt, beim Morningstar-Datenpaket. Da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich sehr gut auch, beziehungsweise natürlich bei der Börsensoftware ist sehr viel mit dabei. Also auch da YouTube schauen, durchklicken.
Und da gibt es ja auch schon einige kostenlose Funktionen wie Alarmfunktionen. Dropbox zum Beispiel ist ja auch ein spannender Nasdaq-Titel gerade. Da kann ich zum Beispiel hier einfach sagen, ich lege mir einen Kursalarm rein und werde dann sofort per Push-Notification informiert, wenn hier der Breakout startet. All das kann man hier entsprechend sehr gut nutzen. Genau, jetzt schaue ich nochmal ganz kurz. Ja, genau, Super Performance Depot. Also das, danke Thorsten, dass du es ansprichst. Bei den Super Performance Aktien ist es so, wie gesagt, hier geht es ja primär um die Anlagestrategien, beziehungsweise ich sage bewusst jetzt Trading-Strategien nach Mark Minervini, William O'Neill, Daniel Sanger, dem Weltrekordhalter bei den Trades, beziehungsweise auch Nicola Stavas. Und da geht es natürlich um Trading-Szenarien. Also das heißt, ich kaufe vielleicht auch mal spekulativere Geschichten, folge charttechnischen Breakouts etc. Da kann es aber auch so sein, dass ich meinen Trade oder meine Position schon am selben Tag noch schließen muss, wenn es gegen mich läuft. Also ich bin hier kein Investor. Das heißt, als Investor überlege ich mir, wo habe ich aus Sicht der nächsten 2, 3 Jahre oder darüber hinaus eine gute Chance, eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt zu erzielen oder überhaupt eine positive Performance natürlich. Und das ist der wesentliche Unterschied. Und in unserem Super Performance Depot haben wir uns jetzt das Projekt vorgenommen. Auch das kann ich kurz herzeigen, in Next Generation Silicon Valley Titel zu investieren. Und natürlich im Silicon Valley ist es so, da ist Tech natürlich weit verbreitet. Auch das haben wir zu spüren bekommen zuletzt. Aber wir haben im Bereich der Allzeithochs zuletzt auch schon Teilgewinnmitnahmen getätigt, sind hier aktuell bei einer Pinterest, Upwork, Workiva und Skyworks Solutions investiert. Selbst bin ich auch noch bei Upwork dabei. Und ja, auch da natürlich haben wir jetzt keine Garantie, dass es weiter Richtung Norden geht. Aber auch das sind alle 4 Aktien, wo die Wachstumsszenarien intakt sind, wo die Zahlen überzeugt haben, wo die Prognosen auch angehoben wurden und die sich, sage ich mal, charttechnisch verhältnismäßig besser gehalten haben als Titel wie eine erwähnte Fastly, Teladoc und so weiter. Also auch hier wollen wir auf Sicht mehrerer Jahre, auch wenn das jetzt natürlich ein wenig Gegenwind bekommt, gerade kurz- bis mittelfristig auch, aufgrund der steigenden Renditen, Angst vor steigenden Zinsen und so weiter. Aber auch da sieht es insgesamt weiterhin sehr gut aus. Wir haben den Fuß vom Gas genommen, sind immer noch mit den Buchgewinnen deutlich vorne. Pinterest zum Beispiel aktuell 73%. Und auch da konnten wir zum Beispiel ein Plus von 81% in trockene Tücher bringen. Wir haben hier bewusst immer noch einen hohen Cashbestand von 85.000 Euro und können hier einerseits von der Erholungsbewegung im Nasdaq gerade profitieren und andererseits die Korrektur, sofern sie sich fortsetzt, auch ein wenig entspannter betrachten. Aber da, wie gesagt, haben wir ausnahmsweise den Investmentansatz. Da nehmen wir entsprechend noch größere Rücksetzer in Kauf. Basisanleitung für Morningstar. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Video dazu gemacht habe, aber wie gesagt, YouTube einfach mal reinschauen. Da gibt es immer wieder Anleitungen. Ich versuche da zu variieren, natürlich auch entsprechend was aufzuzeigen, was gerade aktuell ist, wie man spannende Einzelwerte findet. Genau. Ja, Dirk, war es das mit der Korrektur oder nicht? Ja, die Glaskugel habe ich leider nicht. Ich sag mal so, ich bin jetzt gerade auch, was diese Leader Stocks betrifft, ihr habt ja gerade gesehen, ich habe selbst in meinem Depot auch noch einiges. Wir sind auch in unserem Super Performance Depot immer noch investiert und ich mache es einfach so, ich konzentriere mich wirklich auf Aktien, die mir charttechnisch das Signal geben, hier läuft's gut. Ich konzentriere mich beim Screening auf Aktien und bei der Auswahl auf Aktien, die mit den Zahlen überzeugt haben, die vielleicht nicht, ja, zu übertrieben hoch bewertet sind, die im Optimalfall jetzt zumindest auch mal profitabel sind zumindest. Ich glaube, da kann man die Risiken schon mal entsprechend minimieren. Und ich glaube, es ist einfach jetzt nicht die Zeit, aggressiv in den Tech-Bereich einzusteigen. Aber man sieht ja auch, die letzten Tage, es gibt dann immer wieder Erholungsbewegungen, es gibt immer noch Einzelwerte, die sich dem Abgabedruck entziehen und genau dort sollte man entsprechend auch genauer hinsehen.
jetzt eine Fastly zu kaufen. Wie gesagt, ich bin ein Fan von Fastly, was die Firma betrifft, aber die Aktie würde ich mir aktuell nicht ins Depot legen. Allein schon deswegen, weil das Trend-Template bei weitem nicht erfüllt ist und mir der Chart entsprechend nicht das Signal dazu gibt. Das ist vereinfacht ausgedrückt gerade meine Meinung und ich glaube, da kann man schon mal, vor allem auch was das Drawdown im eigenen Portfolio betrifft, schon einiges an Risiko rausnehmen. Also das war, glaube ich, auch ein gutes Fazit, auch ein relativ gutes Schlusswort für heute. Und genau, ich glaube, jetzt ist auch weitgehend alles beobachtet worden. Jetzt ist wirklich Zeit fürs Wochenende, glaube ich, beantwortet worden. Genau, also wie gesagt, für alle Super-Performance-Trader oder die es noch nicht sind und werden wollen, holt euch das Abo zum Strategienpaket. Am Montag wird wieder einiges Spannendes mit dabei sein. Auch das, was jetzt wieder gerade relative Stärke zeigt und meiner Meinung nach interessant ist. Und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht am Montag schon wieder hören. Hat mich sehr gefreut, dass ihr so zahlreich mit dabei wart. Aufzeichnung, wie versprochen, lade ich jetzt gleich hoch. Nur mal sehen, wie schnell es bei YouTube heute noch geht, Freitagabend. Sollte aber relativ rasch gehen und dann könnt ihr euch alles nochmal in Ruhe ansehen. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein gesundes und erholsames Wochenende und dann bis zum nächsten Mal. Servus!